Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself Inspiration Kids Club und zu einem neuen Umstyling-Video mit Stella hier. Und Stella bekommt ja eine neue Haarfarbe. Ihr durftet abstimmen und ihr habt entschieden. Und es war für mich eine kleine Überraschung. Ich zeige euch direkt auch mal das Ergebnis. Es gab ja einiges an Haarfarben zum Aussuchen, auch exotische Sachen wie dunkelgrün oder blau und pink. Aber es ist was ganz Normales, sage ich mal, rausgekommen, nämlich braun. Ihr seht, ich habe auch mit abgestimmt. Ich habe für Gold gestimmt, also dass es so bleibt. Ja, also das meiste, sogar über die Hälfte von euch, haben gesagt, Stella soll braune Haare bekommen. Und ja, das werde ich jetzt auch umsetzen. Ich habe den braunen Nagellack hier. Richtig schön Schokolade, so heißt die Farbe auch. Hier hinten steht Chocolate drauf. Und ja, ich mache es so, dass ich ihr die Haare einmal abnehme, dass wirklich nichts an ihren Kopf selbst drankommt. Das geht ja bei diesen Playmobil-Haaren immer ganz problemlos. Und dann wird das Blond hier einfach übermalt. Den Tisch natürlich auch einmal schützen mit einem Stück Küchenrolle bei mir einfach. Ist sogar ein niedlicher Minion mit drauf. Und los geht's mit dem braunen Nagellack. Kann natürlich sein, dass ich eine zweite Schicht gleich auch noch auftragen muss. Gucken, wie es deckt. Die Haare sind jetzt wirklich komplett überlackiert und ihr seht das Blond aber noch so ein bisschen durchschimmern. Das finde ich eigentlich ganz cool. Deswegen habe ich mich jetzt auch dazu entschieden, keine zweite Schicht aufzutragen. Es hat noch so ein bisschen so ein Strähnchen-Look und jetzt lasse ich die Haare einmal gründlich trocknen. So, inzwischen sind Stellas Haare getrocknet und ihr könnt sehen, dieser Look mit den helleren Stellen ist tatsächlich geblieben. Ich finde, die Haare sehen richtig super aus und jetzt kommen sie hier oben drauf. Einmal einrasten lassen. So, und die neue Frisur sitzt. Super cool. Mir gefällt es richtig gut und ich hoffe natürlich euch auch. Ein ganz, ganz dickes Dankeschön an alle, die abgestimmt haben und bei der Entscheidung mitgearbeitet haben. Also ein richtig gutes Ergebnis und ich hoffe, euch gefällt das Ganze natürlich auch. Wenn es so ist, natürlich Daumen nach oben da lassen und abonniert doch auch einfach unseren Kanal, dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mit Stella mehr und natürlich auch keine andere weitere coole DIY-Idee. Einfach unten den Abonnieren-Button drücken und natürlich auch die kleine Glocke daneben. Dann ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Tschüss!